Naja, war schon cool. Hat mir gefallen. Da hat das Preis-Leistungs-Verhältnis hat einfach gestimmt in dem Ding. Nein! Bei Grab, das Hammer, du sollst gerecht. Aber wir brauchen das gar nicht so. Wir können noch auf die Oberfläche runterbeamen. Ich habe übrigens meinen Charakter erstellt mit dem Prinzip, wenn ich sterbe, muss ich meinen Rechner löschen. Also ich bin da mal weg, ne? Oh. Nein, Mann. Na, also. Ja, gar nicht mal so einen Plan. Ja, aber ich glaube, das hat er irgendwann abgebrochen. So ein RPG-Spiel zu machen, jedes Mal, wenn jemand stirbt, muss man sich einen neuen Charakter erstellen oder so. Meinen Namen habe ich eurem Age of Yesterday Let's Play gewidmet. War das echt mit dem Schnitzel? Geil. Warum platzt denn der Triple? Ja, weil ich ein Triple bin. Wollen wir runterbeamen? Wenn die Bestände zerstört sind, kann das Haus des Torque einen seine Streitkräfte im Reich nicht mehr versorgen und wird schnell in Missgunst fallen. Das Haus des Martux wird sich rächen, aber Torque müssen vor dem Rat gebracht werden, damit wir den Tiefgang seines Verrats aufdecken können. Wir müssen ihn fassen, bevor es die anderen tun. Barmen sie auf die Oberfläche. Genau. So. Schlüssel auf Yesterday. Yesterday. Schnitzel auf Yesterday. Mit Panade und Pommes dazu. Kannst du aufhören langsam? Tarnschnitzel. Das ist die Hochburg des Hauses. Entschuldigung. Spartag. Spartag. Wir wissen, dass Torque mit dem Chaishia zusammengearbeitet hat. Jetzt ist er gefangen wie ein Tier in seinem eigenen Haus, was ihn noch gefährlicher macht. Mit Torque werden wir besser zurechtkommen, wenn wir erst seinen Sohn Segren finden und besiegen. Ich lese in so vielen Namen so viel Rotz, ne? Sein Sohn Segret oder so? Oh Mann, ey. Ich muss auch wirklich sagen, ich merke es auch manchmal auf der Arbeit, wenn ich irgendwas höre, wenn sich irgendjemand unterhält, ich habe immer Kopfkino. Ich tue in alles was reindichten. Und auch wenn dieser Stream gerade nicht jugendfrei ist, aber die meisten Gedanken bei mir sind nicht jugendfrei. Also, ich muss in jeden Scheiß, denke ich mir, irgendwas Schlimmes, ey. Ich muss immer lachen. Die Leute, was ist jetzt schon wieder los? Ja, ich sag's lieber nicht. Ich hab in der Sicht eine Zurege. Sag mal, haben die eigentlich einen Mengenrabatt auf diese Statuen bekommen? Hallo? Guck mal. Das ist Schnitzel. Das da hinten ist Hähnchenkeule. Das ist Tagniere. Das ist Panade. Ne? Also, die haben alle einen Grund. Der große hier, das. Das ist Pommes. Das ist Big Mac. So. Oh. Oh. Und der hier drinne, Big King XXL. So. Oh, Mann. Ich glaube, ich muss nachher nochmal raus. Paniert heißt das korrekt. Nee, mit Kartoffeln und in Soße Hollandaise. Oh. Frage an euch und an die Zuschauer. Welches irdische Essen, was ihr schon mal gegessen habt, könnte man als erstens als klingonisches Essen ansehen? Ihr wisst schon, vielleicht habt ihr schon mal als Kind Regenwürmer gegessen und wollt ihr schon mal hinhauen. Nee, aber vielleicht gibt es irgendein Essen, wo ihr denkt, boah, das sieht aus wie Klingonenessen. So. Mm. Vielleicht gibt's ja was. Ich ja. Schnitzel. Nein, ich weiß gerade echt nicht. Also ich wäre bei Lapskaus, weil es einfach so schmeckt. Nee, ich persönlich habe noch nichts so richtig Ekliges gegessen, wo ich sage, Brechreiz. Nee, weil ich auch meistens das gar nicht erst versuche. Nee, aber es gibt natürlich Sachen, die ich nicht esse. Was? Döner und Sauerkraut, was? Es? What? Mehlwürmer in Aspik. Gibt es, glaube ich. Ja, Mehlwürmer gibt's. Aber die schmecken gar nicht mal so schlecht, die habe ich schon mal gegessen. Segrets Quartier liegt direkt vor uns. Was, Segrets? Also ich sage von dir, ich höre meinen Namen raus. Segret ist Torques Sohn und ein blinder Mitläufer. Er hat seinen Vater wahrscheinlich bei allem geholfen, selbst beim Verrat. Danach werden wir Torque suchen. Afrikanische Heuschrecken. Maronen, da hat jemand unser Türchen gesehen. Und Blutwurst. Also siehst du, Blutwurst passt eigentlich der Name schon, ne? Ja, stimmt. Blutwurst! Mhm. Was ihr macht aus Blutwurst, macht daraus Wein. So, was haben wir hier? Guck mal, hier haben sie mal. Für, ganz schön edel, ne? Guck mal hier für die Klingonen. Hier sind Pfeile. Wir können nach rechts gehen und wir können nach links gehen. Und die meisten Klingonen laufen ja geradeaus. Österreichisch, aber. Oder in Indien, Affenhirn auf Eis. Das gab's ja bei Dingens Indiana hier, bei Jones, ne? Indiana Jones, aber das Essen gibt's wirklich. Lecker.
Aber ich hätte gerne ein frisches, warmes Affenhirn. Ne? Das muss noch. Am besten muss der Kopf noch leben. Ja, deswegen haben die Inder ja so für solche Essen ja ein Loch im Tisch. Dabei von unten der Kopf hochgemacht. Und dann hast du so anstatt einen Dosenöffner, hast du einen Hirnöffner. Und dann kannst du so. Na? Boah, wird mir gerade schlecht, ey. Oh. So ein bisschen, ja. Blutwurst bleibt Blutwurst, so ein Blutwein bleibt Blut, wenn. Was? Grützwurst. Und dann, oh, da ist noch Tisch hörst du nur die Affenschreie, ja. Sag mal, sind das dieselben Gänge von der anderen Basis? Wo ja, natürlich. Hallo. Ja. Die haben denselben Architekten. Grützwurst, das ist ein ostdeutsches Essen. Du sollst mich raten, du kommst aus dem Osten. Ich darf Ossi sagen, ich bin auch einer. So stehen hier Romulaner und machen hier Grützwurst. Neue Leibspeise der Klingonen. Grützwurst. Grützwurst mit in Tagsoße. Boah. Was ist denn das hier für ein Laserschwert? Eigentlich sind noch Tags nichts anderes als klingonische Schweine, oder? Mhm. Torx. Das wird auch ein riesiger leuchtender roter Kildo sein hier. Was? Blutswände und wo ist Messerjoke? Was? We must keep an eye out for further evidence of his betrayal. We can use what we find when we bring. So, wer will denn irgendjemand vorlesen oder soll ich oder mache ich oder ich will mich immer nicht so vordrängeln. Ich bin eh schon so fame. Torg hat mach. Torg hat Martoks Blutlinie unterbrochen, als er Mevent tötete. Mit Sigents Tod sind die beiden Häuser für immer in Trauer. Oh. Auf der Suche nach Torg müssen wir immer Ausschau nach weiteren Beweisen für seinen Verrat halten. Wir können alles verwenden, was wir finden, wenn wir ihn vor den Rat stellen. Was für ein Rat? Ein rundes Rad. Halten Sie Ausschau nach Computerterminals. Wenn man damit fahren kann, ist es ein Fahrrad. Garrus Lee schreibt gerade, man darf nicht Ossi sagen, denn dann kommen die Grünen und beschweren sich, dass es entmenschlichend ist. Nicht ganz. Wenn ich Ossi bin, darf ich den Ossi nennen, wie ich will. Denn da würde ich mich nämlich auch selber diskriminieren. Das ist doch genauso wie ein. Entschuldigung, ich weiß nicht, wie man es richtig ausspricht. Wie ein Schwarzer einen anderen Nigger anspricht. Die dürfen das. Wenn aber ein Weißer kommt, dann gibt's Haue. Mhm. Das ist genau so ein Ding. Und ich bin nicht rassistisch. Ich bin nicht rassistisch. Sisko war ein Schwarzer, deswegen mag ich Schwarze. So. Sind wir jetzt links oder wo seid ihr? Dreier. Das mit dem Film ist doch aus dem Film, das mit dem Affen ist doch aus dem Film Gesichter des Todes. Also es war bei Indiana Jones, in dem Film habe ich nicht gesehen. Tempel des Todes, ja. Aber ich weiß, dass es das wirklich gibt. Ich glaube, ich habe mal sogar mal einen Bericht gesehen über diesen Film. Und da wurde halt erklärt, das ist tatsächlich ein Gericht, aber es ist verboten, soweit ich weiß, in Indien. Es ist ein illegales Gericht, was noch sprichwörtlich auf dem Schwarzmarkt gehandelt wird oder auf diesen. Ich meine, Indien, ne, ist ja ein Land mit zig Milliarden Menschen auf einen Quadratzentimeter. Da kann nicht so viel beobachtet werden. Deswegen, wer weiß, was die da noch alles essen. Wobei Grützwurst gleich Blutwurst ist. Ja, nicht ganz. Die Machart zum Schluss ist anders. Denn Blutwurst ist ja an sich erstmal Blutwurst. Das kann man ja als Wurst kaufen, ne? In Scheiben teilweise. Und Grützwurst ist mehr so die rohe Form, wo man so ähnlich wie gehacktes auch in der Pfanne braten kann. Also meine Mutter, die könnte das Zeug pur fressen, tonnenweise. Ich persönlich habe es noch gar nicht gegessen. Ich bin aber auch kein Blutwurst-Fan. Ich bin kein Klingon, oder? Nee. Ich bin Vegetarier. Stell dir mal vor, bei den Klingonen-Koppen, ich bin Veganer. Was? Was? Solche? Laden Sie die Kommunikationsprotokolle runter. Englische Küche kommt mit Klingonischen sehr nah, okay. Es gibt ja jede Menge Logbucheinträge über die Kommunikation zwischen Torg und dem Talsha bezüglich der Zerstörung des Hauses des Martok. Das ist erdrückend, aber reicht nicht. Steht drinne. Haus des Torg hat mit Talsha zusammengearbeitet, um das Haus des Martok zu zerstören. Aber es reicht nicht. Also es reicht nicht, in die Pistole an den Kopf zu halten, du musst abdrücken. Na? Weißt du schon. Um den Hohen Rat davon zu überzeugen, dass sich Torg gegen das Reich geschworen hat. Wir sollten weiter nach Beweisen für Torgs Verrat suchen. Wir werden die anderen Räume durchsuchen. Nein, werden wir nicht. Kennt ihr diesen Raum noch? Ja. Geil, oder? Hier in die Ecke habe ich mal hingespuckt. Nee, also das ist ja der alte klingonische Raum, wo man die Schiffe auswählen konnte, ne? Ja. War aber in der Föderation war es nicht. Ich glaube, der erste Föderationsraum sah nicht genauso aus. Ist das der Raum, wo wir vorhin wegen den Kisten schon mal waren? Nein.
Okay, na gut, dann nicht. Das ist der alte klingonische Schiffsauswahlraum. Da war an jeder Konsole, die hier ist, also da oben die zwei und da hinten die drei Tag-Scheißhaufen da, waren dann so nach dem Motto Tier 1, Tier 2, Tier 3, Tier 4, Tier 5 Schiff. Stimmt. Hatte die Föderation nicht mal sowas Ähnliches, wo dann... Ja, ich glaube, bei der Föderation sah die Aufteilung genauso aus, glaube ich, bei der Föderation. Das allererste, wir reden vom allerersten von vor 7 Jahren. Ja, da konnte man noch musste man im Turbolift noch hochfahren und dann hat man so einen Raum gehabt. Boah, hier im Chat geht's ab. Sto Schnitze schreibt, mir fällt noch was ein. Es ist ein chinesischer Delikatesse Urineier. Lecker. Die Chinesen hassen uns dafür, dass wir Käse essen, ist klar. Ja. Chika Harris Lee schreibt, war mal in einem englischen Restaurant und alles, was mir auf der Karte zusagte, war ein Burger. Und als er kam, war selbst der noch roh. Okay, wegen roh. Stimmt, die essen sehr viel Medium, ne? Das muss noch bluten. Ich bin zwar aber auch ein Fan von Medium, aber ich sag mal so, wenn das Fleisch nur so roh ist, dass es nicht auseinanderkriegst, dann ist es roh, weil es nicht auseinanderkriegst. Müssen wir hier hin? Ach, da hinten. Weiß nicht, aber hier sind romulanische Transportkisten. Ich hab letztes Mal auch schon falsch. Oder suchen die romulanische Box. Die sind romulanische Versandcontainer, aber sie sind randvoll mit klingonischen Waffen und Technologien. Die Kisten ähneln denen, die wir im War-System gefunden haben. Laut der Frachtpapiere sollten sie zu einem Frachter gebracht werden, dessen Ziel irgendwo im romulanischen Raum ist. What? Ist ja krass. Dieser Beweis bringt Torg direkt mit der Information in Verbindung, die wir vom Captain der Romulanischen Republik erhalten haben. Torg arbeitet gemeinsam mit dem Talsha an einem Kompott, das sich eindeutig über die Fehde zweier Häuser hinaus ausweitet. So, konfrontieren Sie Torg. Oh, da hat was gebeamt. Romulaner! Remoulade! Wenn wir schon mal beim Essen sind, ne? Also mit dir aufnehmen macht einen echt hungrig, weißt du? Ist geil, ne? Wir reden hier von Affenhörnern, Remoulade, nee, nicht alles. Das, aber so Schnitzel, Pommes, geil, paniert. Burger, Remoulade. Geil, oder? Was ist denn euer Lieblingsessen? Wenn wir schon dabei sind, euer Lieblingsessen, erzählt, komm. Jetzt, Fakten auf den Tisch. Gulasch. Gularsch. 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 Welches? Gibt's ja mehrere. Original echt? Ungarisches oder... Das von meiner Mutter. Mutti's Gulasch. Das von Maggi. Mutti's Gulasch. Ey Mutti, seit wann arbeitest du bei Maggi? Und du sagst immer, wir haben kein Geld. Das ist nicht genug. Schmutziger Maggi Bittack. Haben sie geglaubt, sie könnten in mein Haus hereinmarschieren, sich nicht die Füße abtreten und dann auch noch auf dem Sofa sitzen und mein Bier trinken. Ach ja, mein Sohn haben sie auch noch getötet. Chamberg wird meinem Haus die Ehre erweisen, die es verdient, wenn wir unsere Köpfe in der großen Halle ausstellen. Unsere? Okay. Chamberg wird ihr Haus der Ehre wegen der Zusammenarbeit mit dem Tashia auseinandernehmen. Leberknödel wird hier noch geschrieben. Und die essen den Hintern eines Untoten. Okay. Sie sprechen von Rache, verstehen aber nicht, was Ehre bedeutet. Sie streben nach Macht und verschaffen sich damit bei unseren Feinden einen persönlichen Vorteil. Sie führen ein großes Haus und begreifen doch nicht, was unser Volk zu wahrer Größe führt. Du kannst nicht gewinnen. Talk. Sprechen Sie nicht von unserem Volk. Wegen Mischlingen wie Alexander ist unser Volk schwach geworden. Die Tatsache, dass Martok ihn in seine Familie aufgenommen hat, ist für mich Grund genug, sein Haus zu zerstören. Sie haben keine Ahnung, was die Zukunft unserem Volk bringen wird. Wenn Sie wüssten, was mir die Romulaner erzählt haben, würden Sie darum betteln, sich uns anschließen zu dürfen. Boah. So, bevor wir kurz weiterreden, ich muss mal was machen da hier. Wenn wir das nämlich schon so machen da hier, dann machen wir das richtig. Pass auf, jetzt kommt's. Jetzt kommt's. Arno, das wird dir gefallen. So, da ist es. Ich muss es auch richtig machen. So. Denn, wenn wir schon live sind da hier und mal Leute gerade nur meinen Livestream sehen, ihr wollt bestimmt wissen, wer denn eigentlich der andere ist. Deswegen poste ich einfach mal, wer ist der Gast. Eigentlich bin ich das, aber egal. Who is who? Und tu deinen YouTube-Kanal mal posten. So, damit auch mal Leute wissen, wer du denn eigentlich bist. Gibt es eine App, mit der ich nur in den Twitch-Chat komme? Ja, mit der Twitch-App. Du kannst nämlich, wenn in der Twitch-App, kannst du nämlich einstellen, ob du nur das Bild, nur den Ton oder nur den Chat. Ich glaube, nur den Chat kannst du auch einstellen. So, soviel dazu.
Aber ich weiß gar nicht, ob es externe, also separate Apps gibt, die man